Wir wollen aktives Lernen und nicht passives Lernen. Wie oft hören wir diesen wunderbaren Slogan? Und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil dieser Videoserie zu den instruktionspsychologischen Grundlagen beim Lernen mit Medien. Im letzten Video habe ich Ihnen ja den Vorschlag gemacht, darüber nachzudenken, warum denn immer noch ganz, ganz viele Menschen behaupten, dass Lernen passiv ist oder wie wir das erkennen können, dass Lernen aktiv oder eben passiv ist. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt überlegen, was Sie gerade machen. Sie sitzen vor einem Computer oder vielleicht vorm Smartphone und sehen sich ein Video an. Ist das aktiv oder passiv? Oder was macht der hier oben? Der liest ein Buch und macht daneben Notizen. Oder der nette Kerl hier, der einfach nur da sitzt und nachdenkt, ist das aktiv oder ist es passiv? Oder eben, wir schauen uns ein Video an, wie eben auch da drüben. Ist es was Aktives oder was Passives? Und wenn ich für Sie ein Video aufnehme, ja, das kann doch nur aktives Lernen sein, oder? Wie Sie natürlich bereits aus dem letzten Video wissen, ist Lernen immer etwas Aktives. Wenn wir also bereit sind, unsere Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Gegenstand zu lenken, auf einen bestimmten Content zu lenken, dann lernen wir. Es gibt also kein passives Lernen. Lernen und Passivität ist aber auch ein Widerspruch in sich. Nun ist es eben so, dass wir manchmal Lernen beobachten können, beziehungsweise Lernprozesse auch sichtbar machen können oder sehen können. Also eben, wenn wir zum Beispiel etwas schreiben lassen oder wenn wir eine Aufgabe durchführen und am Ende dann das Ergebnis dieser Aufgabe sehen. Oder in einem Projektunterricht steht am Ende dann die Präsentation eines Artefaktes, eines Lernproduktes. Dann sehen wir also, was passiert ist. Aber nicht immer können wir eben Lernen sehen, also aus Außenstehende. Zum Beispiel die Elaboration. Sie erinnern sich, Elaboration ist nichts anderes als neues Wissen mit bereits vorhandenem Wissen aus dem Langzeitgedächtnis zu verknüpfen. Und das ist ganz entscheidend für den Lernerfolg. Aber das können Sie nun mal nicht beobachten. Also, Lernen ist immer aktiv. Was wir tun können, um Lernende zu unterstützen, das möchte ich Ihnen im nächsten Video zeigen, indem wir uns zum Beispiel die Prinzipien der Cognitive Load Theory näher ansehen.